wo es Dämonia reicht. Achtung! Eine Patrouille der Armee des Magus. Was ist das denn für Chinesen? Wir müssen schnell zuschlagen, bevor sie die restlichen Truppen alarmieren können. Wenn eure Freunde euch richtig einschätzen, Super Mario, seid ihr ein feiger Stratege. Ich lasse euch unsere zukünftige Armee aber erst anführen, wenn ich weiß, wozu ihr fähig seid. Übernehmt das Kommando. Dann könnt ihr mir zeigen, was ihr drauf habt. Angriff. Strategie, Rollenspiel. Weiß. Achso. Was ist das denn? Aha. Tap, 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 tap. Wow. Warten. Tap, 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 tap. Stürmen. Tap, 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 tap. Warten. Feind am Zug. Du Arschloch. Spiel am Zug. Angriff. Nice. Gesessen. Komm mal da hin. Hieb. Trifft aber. Nee, es trifft nicht Merkel. Er trifft nicht Merkel, ja. Angriff. Yes, ey. Angriff. Nice. Feind am Zug. Oh nein. Aua. Aua. Boah, nice. Der schlägt auch mal zurück. Bam. Spielanzug. Okay. So, den übernehme ich jetzt hier, den kleinen Pisser da. Zack. Na da. Angriff auf ihn. Und er. Angriff. Nice, Hammer. Gut gemacht, ein verblüffender Sieg. Super Mario, ihr habt das Zeug zu einem großartigen Befehlshaber. Ihr scheint tatsächlich viele Talente zu haben. Los, suchen wir nach einem strategischen Standort für unser Lager. Ja, ja. Gut. Aber weiter, ne? Gut. Zur nächsten Flagge. Vielleicht werden wir die erobern. Perfekt. Das war mutig, das Lager des Patrouille, der wir begegnet sind. Wir bleiben vorerst hier. Hör genau zu, Super Mario. Für einen Krieg braucht ihr Truppen. Ich kann welche aus dem Kaiserreich herbringen. Je öfter wir siegen, umso mehr Soldaten werden sich uns anschließen. Versuch, im Kommandozelt Soldaten zusammenzutrommeln. Kommt dann zu mir, um das Gebiet zu sichern. Alles klar. Machen wir das mal. Komm im Kommandozelt. Ein neuer Rekrut für 1000, jo. So, jetzt haben wir einen. Einen haben wir. Was ist damit? Kann man die öffnen? Nein, kann man nicht. Dann wollen wir mal. Ausgezeichnet, jetzt haben wir einen größeren Vorteil.
machen wir weiter. Alles klar. Immer mehr Leute. Unsere Probleme scheinen in uns eingeholt zu haben. Ach du Heilige. Fürst Margus, die kaiserlichen Truppen sind an unserer Küste gelandet. Jetzt schon. Unmöglich. Sigmarie fängt tatsächlich an. Es ist bestimmt dieser verfluchte Oberst Darkin. Wenn er glaubt, meine Pläne mit ein paar Grünschnabeln durchkreuzen zu können, irrt er sich gewaltig. In der Tat, mein Herr. Mein Führer. Wie töricht von ihm. Der Oberst selbst ist die einzige Bedrohung. Wenn ihr ihn loswerdet, wird keine Armee mit einem Kartenhaus einstürzen. Ich... Aber natürlich, ihr... Warum sonst sollte ich euch das alles erzählen? Ich dachte, ihr habt einfach gern Zuhörer, mein Führer. Das ist meine Frage der militärischen Taktik. Das ist also doch eher eure Spezialität, oder? Also werdet ihr diesen Einsatz leiten. Ach so, ich verstehe. Aber darf ich mich weigern? An die Waffen! Die Lage spitzt sich zu. Bloß nichts überein. Sehen wir uns die Fertigkeiten aller Male genau an. Ich kann alle Verwundeten heilen. Ich kann viele Gegner mit einem Schlag abwehren. Ich kann kontern, der Gegner mit einer Kraft einfrieren. Und ich werde für Deckung sorgen, wenn ihr in meiner Nähe bleibt. Ich kann gar nichts. Ein Pokalwehr wird wie üblich hacken und schlitzen. Ihr müsst zugeben, das hat bisher ziemlich gut funktioniert. Ausgezeichnet. Vorwärts. Marsch! Marsch! Wir gehen nach da. Stürmisch. So, gehen wir nach da. Stürmer. Und der geht mal nach hier. Schützen. So. Jetzt mal sie noch. Sie geht nach hier. Und Stürmer. Er bleibt mal in die Deckung und wartet. So, jetzt bist du dran. Ha! Du Homo. So, jetzt haben wir einige, die wir hier sind. So, du greifst an. Was? Der lebt noch. Das gibt's auch nicht. Das muss. Mega. Das ist super. So, dann, ich mal hier. Greif den. Piss er noch an. Dann ist er weg. Da ich kann. Hier. Angreifen. Nice, der ist tot. Und Inchin hier macht... Er kann ja... Er zieht nicht so viel. Der hält nicht so viel, ja, ja. Habe ich schon gedacht, ja, der ist tot. Okay. Macht nichts. So, dann ist... das war doof von dir, ne? So, ja. Ja. Ah, okay. Ah ja, komm. Jawoll, der ist auch dahin. Du Arschleiter, oh, ich meine, ich hab Tourette zum Alt. Yes, genau. Spiel am Zug, Alter. Angriff. So, da ist er auch. Ne? Ganz klar. Er stellt sich mal ihn, Chinier. Oh, der hat echt gut viel. Der ist auch dahin. So. So, sie. Geht mal hier hin. Heilt ihn erstmal. Ja, komm. So. Und er
geht hier hin, greift an, dann wäre es auch für ihn. So, Feind am Zug. So, dachte, ich war gerade abwesend. In einem strategischen Zug abwesend, das gibt's doch nicht. Wir gehen auch mal hier rüber. Ja. Greifen. Behindian. Ah, der hat schon viel Verteidigung, der Typ, ne? Also, es ist schon. Ist nicht gut. Wer braucht eine Heilung? Warte mal, erstmal. Sie geht auch mal hier rüber. Greift ihn schon hier an. Ah, er lebt noch. Okay, okay, okay. Er greift da mal hier den an. Dann wäre es auch für ihn. So. Sie geht mal hier rüber. Schlitzer. So. Auch er. Death. Wow. Da gibt es hier eine gebatcht. Ja, das war's schon. Ah ja, wir haben zwei. Warte mal. Zack. So, der Dalken geht hier rüber und greift ihn auch mal an. Dann wäre es auch für ihn. Nice. Die Lager verbessert sich. Nach diesem Sieg sollten wir einen befestigten Lager für unsere Truppen errichten können. Wir bleiben nicht mehr lange in diesem verdeckten alten Lager, oder? Etwas mehr Platz zum Atmen wäre mir sehr willkommen. Keine Sorge, Verleihen, Bisasam. Wir werden den Befehl über den anrückenden Truppen übernehmen. Ich habe die Geografie der Insel Dämonia studiert. Es gibt mehrere Wege in die Hauptstadt. Die südliche Route ist am schnellsten, dort hält sich aber auch die Mehrzahl der mobilen Truppen des Rebellen auf. Die nördliche Route ist länger, aber auch einfacher. Das ist der Weg, der auf dem der Feind seine Belagerungswaffen transportiert hat. Eine vorsichtige Wahl wird uns zum Vorteil gereichen. Bukavo soll entscheiden. Er weiß immer, was zu tun ist. Also gut, wir werden sehen, wann wir ankommen. Brechen wir auf. Ach du Scheiße, wir haben jetzt eine Entscheidung. Wir müssen doch eh so hier noch dran. So, warte, jetzt haben wir erstmal hier. Ne? Hier liegt jede Menge Ausrüstung herum. Sie waren bei ihrem Rückzug offenbar in Eile. Das überrascht mich nicht. Sie wissen, wer der Boss ist. Aber so einfach kampflos zu verschwinden, vermutlich ist hier Befehlshaber offiziell geflohen. Danach kann man Truppen nicht am Verlassen ihrer Stellung hindern. Großartig, wenn unsere bloße Anwesenheit reicht, um die leitenden Offiziere des Kaiserreichs zu vertreiben, müssen wir nichts weiter als vorrücken. Dort drüben steht ein Kommandozelt. Rekrutieren wir. Ja, kennen wir ja. Aber hier suchen erstmal hier nach Sachen, wenn es welche gibt. Von wegen. Hier liegt noch viel Sachen rum. Oder kann man jetzt so machen? Ach, man kann nur so. Ah. Boah, wir brauchen sowas. Ich habe eine 542 Nummer. Ja, nimm mal so einen und noch so einen einfachen. Gut. Hier ist nix. Alles klar. Jetzt! Attacke! Dämonie. Ach du Heilige. Hä? Ich glaube, jetzt wissen wir, warum sie so schnell fortgelaufen sind. Das hier hat sich erschreckt. Sollten wir auch verschwinden? Ich glaube, das steht vorerst nicht zur Debatte. Ich werde mit ihnen sprechen. Wenn das Dämonen sind, werden sie uns nichts tun, solange ich die Situation erklären kann. Nieder mit den Invasoren. Beruhigt euch. Legt bitte eure Waffen nieder. Ich bin Esriso, Sohn von König Arthur. Ich bin gekommen, um Dämonen zu befreien. Wieso?
Derjenige, der seinen eigenen Vater verraten hat, um Menschen herzubringen. Derjenige, der sich mit einem Oberstes Kaiserreich verbündet. Okay, es wird nichts. Tod dem Verräter! Sie werden sich nicht so leicht überzeugen lassen, Risu. Ich will aber nicht gegen sie kämpfen. Uns bleibt keine Wahl, entweder sie oder wir. Liebe Landsleute, verzeiht mir, aber ich habe eine Mission zu erfüllen. Oh Gott, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Sehen wir dann. Tschüss! So, das machen wir aber noch. Warte. Boah, das schafft das Mikro, ne? Es verstellt sich immer nach unten. So, warte mal. Ihn? Wo sind denn die genau? Da. Das ist natürlich hier super, das. Okay, direkt mal. Angriff. Ja, echt viel Verteidigung, mein lieber Schonny. Stören wir mal. Knappe ist tot. Arschloch. Komm. Yes. Du Homo. Ein kleiner Homo. Ja, ich finde Bogenschützen, ne? Boah. Spiel am Zug. Ah, alles klar. Schlitzer. Mist. Müssen wir alle in einer Reihe sein, ne? Boah, das bringt ja gar nichts, Leute. So. So. Das ist Feind am Zug. Feind ist Arsch. Wusste ich schon nicht, oh nein. Nice. Ach du Scheiße. Eigentlich den Bogenschützen mal zuerst, ne? Thank you.
Nice. Scheiße, ist das tot. Boah, nice. Geschichte. Du Arsch. Kleiner Arsch. Scheiße, eigentlich geht gar nicht, ne? Ist hier keiner, ne? Außer der eine da. So. Das war's für Junge für dich. Jetzt aber. Krieg ist eine wahrlich bedauerliche Angelegenheit. Wir sehen uns gezwungen, jene zu bekämpfen, die wir beschützen wollen. Es tut mir so leid, Risu. Und ich weiß, wie ihr euch fühlt. Gebt die Hoffnung nicht auf, Risu. Wir werden den Magus aufhalten und euer Volk retten. Jedenfalls sind wir jetzt mit zwei Feinden konfrontiert. Wir müssen noch vorsichtiger sein. Hoffentlich kann ich mehr von meinen Landsleuten retten, als wir töten. Sonst ist all das hier umsonst. So. Jetzt haben wir Wahl, ne? Wahl der Qual. Links, hoch oder runter? Geheimwaffen steht hier. Hier steht der Kawaii. Geht's ja da. Da lang. Geht's da. Da. Da eins, zwei. Da eins. Ne, eins, zwei. Drei, eins, zwei, drei. Das ist das gleiche, ne? Hier runter. Leutnant, seht mich gefälligst an, wenn ich mit euch rede. Mein Herr, wir müssen die Brücke um jeden Preis verteidigen. Welche Brücke, mein Herr? Was meint ihr dem sagen? Welche Brücke? Die Brücke direkt hinter uns natürlich. Ach, diese Brücke. Ach du Scheiße, was ist da? Ja, klar, und genau deshalb müsst ihr sie verteidigen. Vor wem, mein Herr? Na, vor allem die sie einnehmen wollen. Die Brücken einnehmen, wo wollen sie hinbringen? Also gut, ich werde mich einfach und klar ausdrücken. Lass diese Brücke nicht aus den Augen. Wenn sie sich ihr jemand nähert, schließt zuerst und stellt nachher die Fragen. Kapiert? Und glaube, dieses Mal war ich ziemlich klar. Klar wie Kloßbrühe, mein Kerl. Also gut, ich schieß nachher. Nach welchen Fragen? Der Feind scheint die Brücke wirklich verteidigen zu wollen. Ich frag mich, ob man. Und wie genau sollen wir genau? Nur so können wir Dämonen nennen das Feigheit. Das hängt wohl von der Betrachtungsweise ab. Aber der Nachdenken, wo wir uns in den Kampf schützen, kann nicht schaden. Vokabel erwirkt mehr Soldaten für unsere Truppen zu rekrutieren. Wir brauchen nämlich. Ja, sämtliche Hilfe, die wir bekommen können. Ist eine jetzt eigentlich geheilt, oder?
zurück. Was gibt's denn hier? Schade. Oder warte. Nee. Kann man nicht wählen, ne? Nee. Geht so oder so nicht. Fuck. Was ist das denn hier? Hier ist aber auch hier so ein... wofür? Kann man heute hier wirklich einen Frontalangriff starten? Ich weiß nicht, ob ihr töricht seid, ihr entscheidet. Können wir noch zurückkehren, ne? Ich will gerade mal gucken, was hier ist. Ach du Scheiße, Leutnant, wir werden Dämonen belagern. Die Katapulte müssen in dieser absolut makellosen Zustand sein. Ich verlasse mich darauf, dass ihr sie unterwegs schützt. Mein Herr, ihr seid ein großartiger Zauberer. Danke. Ja, bestimmt hier, sowas bestimmt. Ja, natürlich, worauf wartet ihr noch hinaus? Und ja, warum wollen wir diesen großen Maschinen, die könnte sie zum Fliegen bringen, sie teleportieren oder sogar einen magischen Abwehr benutzen? Das könntet ihr doch, oder? Es ist tatsächlich schon so spät. Ich muss wirklich los. Viel Glück. Ach, und wenn ich euch nur den kleinsten Kratzer an den Katapulten finde, wird euch das vom Sold abgezogen. Soldaten, vorwärts, Marsch. Katapulten, Alter. Leutnant, Dämonier ist in der anderen Richtung. Ach, wirklich? Also gut, ganz Abteilung, Gott. Nein, ihr nicht, denn ich. Halt, wartet, ich nicht, ihr. Andersrum. Na gut, fangen wir von vorne an. Wie schrecklich, diese Maschinen werden hunderte von Leuten töten. Stimmt, wenn die Belagerungswaffen Dämonen erreichen, ist der Krieg bald zu Ende. Wir müssen etwas unternehmen. Also gut, wenn diese Todeswerkzeuge ihr Ziel erreichen, gibt es keinen Grund weiterzumachen. So trümmern wir sie.